Du leidest wahrscheinlich an Haarausfall, deswegen hast du auch auf dieses Video geklickt. Ich habe tatsächlich herausgefunden, wie ich das bei mir geschafft habe und dass mein Haarausfall komplett weg ist seit einigen Wochen. Und was ich gemacht habe, erzähle ich dir im Video. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und ich möchte schon zu Anfang sagen, Haarausfall hat verschiedene Gesichter. Das bedeutet, nur was bei mir funktioniert hat, muss es nicht unbedingt bei dir funktionieren. Haarausfall bedeutet immer rumprobieren und nach dem Grund suchen. Es gibt diverse Gründe, sei es hormoneller Haarausfall, Stress, sei es erblich bedingter Haarausfall. Da kannst du in der Regel nichts machen, da sind meistens Männer davon betroffen. Ob du Hautprobleme auf der Kopfhaut hast, das war jetzt zum Beispiel bei mir der Fall. Oder dass du irgendwie, keine Ahnung, einen Mineralienmangel hast oder Schilddrüsenprobleme. Es gibt die unterschiedlichsten Varianten. Ne? Also man muss da ein bisschen herausfinden, was für einen da in Frage kommt. Und ich habe auch einen langen Weg hinter mir, wo ich halt alles Mögliche ausprobiert habe. Gegen Ende hin war es bei mir hauptsächlich eben die Haut auf dem Kopf. Und nach dem Absetzen der Pille war das einfach bei mir so, dass ich unwahrscheinlich schnell fettige Haare bekommen habe. Dieses Ungleichgewicht auf der Kopfhaut von wegen, dass ich halt eben Pilzinfektionen bekommen habe. Das war zum Teil richtig heftig. Und wenn du eben eine ungesunde Kopfhaut hast, dann wird die Sache halt einfach schwierig. Ich bin mit den gängigen Mitteln wie Ketozolin mäßig zurechtgekommen. Also das hat schon das Problem immer wieder gelindert, aber so richtig geholfen hat es nicht. Also war es tatsächlich irgendwas, was ich hätte in meine Routine einbauen sollen, was ich halt regelmäßig mache. Und Ketozolin solltest du nach Möglichkeit nicht regelmäßig verwenden, denn erstens trocknet es die Kopfhaut unwahrscheinlich aus und die Haare eben halt auch. Es ist ein bisschen schärfer und es ist halt eben ein medizinisches Shampoo, gerade wenn du so ein Ungleichgewicht auf der Kopfhaut hast und damit Probleme hast, da fallen dir halt eben auch unwahrscheinlich die Haare aus. Das habe ich trotzdem immer zu Hause, weil das kannst du dir auch am Körper anwenden. Denn das funktioniert für mich halt einfach einwandfrei, wenn du halt eben irgendwie so Pilzinfektionen irgendwo am Körper hast, die irgendwie aufflammen, dann kann man das verwenden und da ist das halt wirklich allererste Sahne. Auf der Kopfhaut hat es mir tatsächlich schon auch geholfen, aber es hat halt einfach nicht gereicht. So, ich habe in den letzten Wochen noch überlegt, soll ich das hier nochmal verwenden? Aber nein, ich brauche es nicht. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, was ich gemacht habe, was mir geholfen hat. Und das war einfach für mich der absolute Gamechanger. Meine Haarroutine spricht ja eben für das, dass ich einiges richtig gemacht habe. Wir sprechen erstmal über Shampoos. Und zwei Shampoos, die ich empfehlen kann, die eben ohne Duftstoffe sind. Weil bei mir, das ist einfach bezüglich der fettigen Haut auf dem Kopf. Also bei mir fetten halt die Haare unwahrscheinlich schnell ein. Und mir hat das geholfen. Mir hat das tatsächlich geholfen. Und da kann ich die beiden echt empfehlen. Das ist ein bisschen milder als das hier. Und bei denen darf man sich halt nicht blenden lassen in Bezug jeden Tag. Jeden Tag würde ich das nicht anwenden. Was ich hier halt richtig geil finde, das ist ein Standardsortiment von Balea bei DM. Hier haben wir tatsächlich auch Niacinamid im Shampoo. Kann ich echt empfehlen. Und ich mag das. Also ich komme gut darauf klar. Da ich selber keine Spülung verwende, nehme ich natürlich Essig. Also ich mache eine essigsaure Rinse, gebe ein bisschen Essig in einen Messbecher rein, gebe da kaltes Wasser drauf. Du musst bei dir abwägen, ob du das so machen kannst. Ne? Dann kannst du auch gerne mal warmes Wasser verwenden. Aber bei kaltem Wasser ist es halt so, das kann eben die Haut auch nochmal triggern in Bezug, dass sie schnell nachfettet. Bei mir ist es okay. Ich kann das so verwenden, aber ich habe auch schon mal geguckt, wenn ich das anders mache, wie sind die Haare dann? Und da ändert sich überhaupt nichts. Ne? Also das kann man definitiv so machen. Also ich verwende keine Spülung, weil meine Haare das einfach nicht mögen. Das Gute an der essigsauren Rinse ist halt, damit wäschst du dir gerade aus den Hautschuppen oder aus den Haarschuppen
den Kalk raus. Also ich habe hier jetzt am Bodensee relativ mildes Wasser, aber da ist auch ein bisschen Kalk dabei. Aber je nachdem, wo du wohnst, musst du mal so ein bisschen abwägen, ob du das nicht mal verwendest, um eben dir den Kalk so ein bisschen aus den Haaren zu waschen. Das macht tatsächlich einen Unterschied. Musst du auf jeden Fall mal ausprobieren. So, jetzt kommen wir zum allerwichtigsten Teil und da solltest du ein bisschen aufpassen. Das ist hier ein BHA von Balea. Du kannst aber genauso gut das von Leon nehmen, von No. Du kannst aber auch das, es gibt so ein kleines, in so einem kleinen Fläschchen von Isana. Das ist sehr stärkehaltig. Auf dem Gesicht mochte ich das nicht, das habe ich hier auch vorgestellt. Das kannst du genauso gut verwenden. Wichtig ist halt, dass es BHA ist. Aber, großes, großes Aber, das ist Halssäure. Und hier bei dem Vorgang geht es nicht darum, das einfach auszuhalten und dann runterzuwaschen, sondern du sollst nach den Bedürfnissen deiner Haut gehen. Ich trage das Ganze auf, lasse das Ganze ungefähr 10 Minuten einwirken. Warum sage ich ungefähr? Weil ich da wirklich tatsächlich mal mehr, mal weniger reagiere. Du merkst dann schon so ein bisschen, Säure piekst halt eben. Und du merkst es halt dann schon auf der Kopfhaut. Und wenn dieses Gefühl zu stark wird, dann wasche ich es natürlich runter. Aber so grob kann man sagen, sind es 10 Minuten. Und diesen Vorgang würde ich nicht so oft machen. Ich mache es einmal pro Woche, weil ich wasche mir einmal pro Woche die Haare. Und häufiger würde ich das aber nicht machen. Ne? Also einmal pro Woche reicht definitiv aus, als kleines Peeling auf der Kopfhaut. Und das war für mich der absolute Gamechanger. Ich kann es nicht anders sagen. Am Anfang habe ich erstmal noch nichts gemerkt. Aber dann ist mir so aufgefallen, ich habe gar keinen Haarausfall mehr. Aus meiner Bürste kommen gar keine Haare mehr raus. Was ist das? Das ist ja voll krass. Und das hängt tatsächlich mit dem BHA hier zusammen. Und eben mit dem Rest, den ich halt so auch noch mache. Aber da kann ich dir echt empfehlen, das wirklich auch mal auszuprobieren und keine Angst vor Produkten fürs Gesicht zu haben und die dann auf dem Kopf aufzutragen. Es ist halt nur das Ding, das ist Säure und wenn du Säure nicht gewöhnt bist, nicht einen auf, ich muss das jetzt aushalten und dann nach 10 Minuten ausspülen, weil ich das gesagt habe, sondern das reicht auch zum Teil nach 5 Minuten. Ne? Also immer danach gucken, was du verträgst. Und in Bezug der Sonne, du hast ja im besten Fall Haare auf dem Kopf und die Haare schützen vor der Sonne. Also da braucht man sich keine Gedanken machen. Wenn man sich BHA auf dem Gesicht aufträgt oder AHA oder was auch immer, dann sollte man eben Sonnenschutz tragen. Auf dem Kopf hast du zur Not Haare. Und ich weiß nicht, ob dieses Produkt hier jetzt aus dem Sortiment gegangen ist. Es war aber echt günstig. Und auf dem Gesicht mochte ich das gar nicht, aber auf dem Kopf lässt sich das halt auch, durch das, dass es so eine Schüttflasche ist, lässt sich das auch unwahrscheinlich gut auftragen. Also wie gesagt, ich trage das 10 Minuten auf ungefähr, wasche dann ganz normal runter. Das ist mein allererster Schritt, noch vorm Shampoo und dann fange ich halt an, nach 10 Minuten meine Haare einzuschamponieren und wasche dann die ganze Geschichte runter. Es gibt für mich so einen Zwischenschritt. Ich habe schon viel erreicht, was meine Haare betrifft, in Bezug des Fettigwerdens. Sie werden immer noch relativ schnell fettig. Und ich habe euch ja gesagt, meinen Haaren ist es scheißegal, ob ich sie jeden Tag wasche oder ob ich sie einmal pro Woche wasche. Die werden in jedem Fall gleich schnell fett. Und wenn ich die jeden Tag wasche, dann ist der Vorgang natürlich umso schneller. Deswegen habe ich mir halt einfach angewöhnt, einmal pro Woche zu waschen. Und wenn meine Haare so richtig fettig werden, meine Haarfarbe lässt das zu. Das muss deine Haarfarbe zulassen. Nehme ich Luvos Heilerde als Trockenshampoo. Davon habe ich schon öfters berichtet. Die ist ein bisschen bräunlich und man muss die Magenfein Heilerde verwenden. Die ist richtig staubig, die ist richtig gut. Und die trage ich mit dem Finger auf. Massiere mir das so in der Kopfhaut so ein bisschen ein und wasche dann meistens nach, jetzt waren es 3 Tage, wieder runter. Und dann geht der Kreislauf von vorne los. Ich muss das nur einmal in der Woche auftragen. Das ist auch relativ stark. Das ist nicht mit einem herkömmlichen Trockenshampoo zu vergleichen, sondern das macht deine Haare schon so ein bisschen crip-mäßig. Das agiert bei mir gleichzeitig noch als
würde ich jetzt sagen, Haarschaum, Volumen, was auch immer. Dieses Grip brauchen meine Haare, finde ich. Ich mag das, wenn ich so ein bisschen Grip in den Haaren habe. Und deswegen verwende ich das auch schon seit Jahren und empfehle das auch schon seit Jahren weiter. Auf der Kopfhaut funktioniert das 1A und selbst meine Hautärztin hat damals gesagt, weitermachen, das ist ein sehr guter Tipp, den kann man auf jeden Fall anwenden. Und ja, die Luvoseilerde, ihr wisst, wo das Zeug steht, zum Beispiel im DM, bei den Gesundheitsartikeln einfach da mal die Augen aufmachen und sich wundern, wie viel Produkt man bekommt und was so ein Trockenshampoo im Einzelnen kostet. Die sind nämlich in der Regel geduftet, was ich dann natürlich wieder nicht so gerne auf meiner Kopfhaut haben möchte. Heilerde ist in dem Fall da wirklich was anderes und funktioniert bei mir wie eine Eins. Im allerletzten Schritt mache ich meistens immer sowas hier noch drauf. Und ich liebe das Age Performance Serum von Isana auf der Kopfhaut. Das lässt sich auch gut auf der Kopfhaut einmassieren. Und klar, ich brauche halt ein bisschen mehr davon, ne? Also 10 Pumpstöße verteile ich mir da schon auf der Kopfhaut. Das mag die Kopfhaut auch echt gerne. Ich mache das meistens am zweiten Tag dann auch nochmal. Alterra hat da so ein Kopfhautelixier rausgebracht, von dem bin ich eher ein bisschen enttäuscht. Weil die Art und Weise, wie man das aufträgt, das funktioniert nicht. Ich bei meinen feinen Haaren, ich habe zwar viele Haare, aber feine Haare und die sind halt klatschnass, wenn ich das auftrage. Und du hast hier halt Glycerin drin und ihr wisst selber, wie Glycerin sich in den Haaren verhält, also nicht so gut. Und das Produkt an sich finde ich eigentlich ganz gut, aber die Art und Weise, wie man es aufträgt und die Konsistenz ist halt nicht haargenau die richtige. Ich würde das Ganze ein bisschen dicker machen, eine Applikatorflasche reinpacken und dann auf der Kopfhaut auftragen. Dann kann man es auch so ein bisschen einmassieren. Denn wir wissen ja, Glycerin ist ein super Feuchthaltemittel und leider. Also ich gebe, was das Produkt betrifft, noch nicht auf. Ich kenne einige, die da jetzt das Produkt zweckentfremden und es im Gesicht anwenden. Warum auch nicht? Ich will es tatsächlich nur auf der Kopfhaut anwenden, weil da brauche ich es am allermeisten. Muss aber wirklich sagen, so von der Konsistenz her sind solche Produkte für mich einfacher auf der Kopfhaut, ne? Das kann man zum einen mit den Fingern auftragen und zum anderen. Applikatorflasche geht halt eben auch, ne? Ich hatte ja erst ein Produkt vorgestellt von Salthaus. Das war eine Applikatorflasche und die war halt wirklich perfekt für sowas. Weil da kann man halt wirklich Strähne für Strähne durchgehen. Und das kannst du hier halt nicht. Das geht nicht so richtig. Ich verwende es aber trotzdem nur direkt nach dem Haare waschen und dann mindestens noch einmal. Aber viel fehlt halt eben auch noch nicht. Und so eine richtige Empfehlung ist das nicht, weil die Art und Weise, wie man das halt eben aufträgt, nicht hundertprozentig gut ist. Mehr mache ich nicht. Also ich nehme noch die üblichen Nahrungsergänzungsmittel wie D3, K2, B12. Ne? Und ich verwende halt auch Proteinpulver. Und da halt eben gut aufgestellt zu sein von seinen ja, Aminosäuren, finde ich auch ganz wichtig. Das spielt da hundertprozentig auch so ein bisschen mit rein. Ihr seht, ich kann nicht so das hundertprozentige Rezept sagen, was ihr da jetzt genau machen sollt. Mein Tipp schlechthin ist halt natürlich, dieses BHA mal auszuprobieren und eure Variante da drumherum zu bauen. Das ist wirklich wichtig, denn das BHA war für mich wirklich ein Game Changer auf der Kopfhaut. Kann ich an der Stelle nur sagen, alles andere, wie Mineralien und so weiter, wie du dich ernährst, das weißt du selber. Also spielt es da rein und wenn du das mal ausprobieren möchtest, irgendwie mit einem Proteinpulver, ob das da für dich in Frage kommt, ob du zu wenig Proteine zu dir nimmst, probier es einfach mal aus. Ich kann es empfehlen. Und ich war noch nie so baff. Ich habe noch nie so wenig Haare verloren einfach, ne? Also es war immer eine Tortur, wenn ich Haare gekämmt habe. Und dann die Bürste war halt Ende der Woche war die voll. Und die war so richtig voll. Und jetzt ist da halt fast nichts mehr drin. Und das ist halt echt krass. Hast du ein Geheimrezept gegen Haarausfall bei dir? Schreib es gerne unten mal in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.